Am Anfang ist immer ein Sandkorn. Wäre Mr. McDonald nicht gewesen, hätte ich nie gedacht, Giacomo, dass ich ihr oder anderen Fremden deine Geschichte erzählen würde. Binnen weniger Tage nach deinem Hinscheiden hatte er deinen Verlegern Telegramme geschickt, in denen er um die ausführliche Aufstellung all deiner Tantiemen und Urheberrechte bat. Er überprüfte deine Bankkonten hier in Tokio für mich. Im Laufe des folgenden Monats fuhr er mehrmals mit dem Zug zwischen Yokohama und Tokio hin und her und brachte den Kindern jedes Mal Spielzeug und importierte Süßigkeiten mit. Sein abschließendes Urteil war eindeutig. Für das Haus Koizumi mussten neue Erwerbsquellen gefunden werden. Mr. McDonald hatte einen festen Entschluss gefasst und machte ihn dringlich. Er sagte, ich sei erst 36 Jahre alt, keine alte Frau, beteuerte er in seinem korrekten Japanisch. Die Koizumi-Kinder werden in den nächsten Jahren finanzielle Unterstützung brauchen, sagte er. Mr. McDonald schmiedete einen Plan. Eine der neuen Erwerbsquellen würde eine Biografie sein. Er sagte, das Interesse an deinem Leben und deinen Büchern sei groß, denn dein Nachruf sei in ganz Amerika und England in den Zeitungen gewesen. Eine Mrs. Wetmore werde die Biografie schreiben, brauche aber meine Erinnerung an deine Zeit in Japan. Mrs. Wetmore ist jetzt eine vermögende Frau und braucht oder verlangt keine Tantiemen, sagte Mr. McDonald. Sie werden an Sie abgetreten, Mrs. Koizumi. Die Einnahmen, versicherte er mir, würden der Familie erlauben, in diesem Haus wohnen zu bleiben.